Wir haben ja eine einfache Situation. Auch da muss man inzwischen nicht mehr studiert haben. Wir haben ein weltweites Finanzkartell, das an die Grenzen seiner Möglichkeiten gestoßen ist. Die weltweite Geldmenge ist mindestens zehnfach aufgeblasen auf das Wertniveau sozusagen der verfügbaren Waren. Ja. Das kann es nicht weitergehen. Es kann nicht weitergehen. Ja. So. In dieser Situation möchte gerne dieses Finanzkartell noch alle Quellen sozusagen Rest auslutschen, um das ganze Banner und ausquetschen, wo noch etwas geht. Wie machen Sie das, indem Sie die Regierungen erpressen? Wie machen Sie das? Sie sagen ganz einfach, okay, wenn ihr nicht zahlt, wenn ihr uns bestimmte Dinge nicht in den Rachen schmeißt, und das sind immer Realwerte für gar nichts. Ja, das heißt, zum Beispiel, das ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, alle Börsenwerte in Griechenland rund 23 Milliarden nur noch wert. Jetzt kommt der große Reibach, nicht? Das Finanzkartell hat diesen Euro geschaffen, hat den Regierungen in Europa über Washington den Euro aufgezwungen, weil das ein wunderbares Vehikel ist, um alles an die Wand zu fahren. Und wenn es dann knallt, da hinten, dann fallen ganz billig riesige Werte ab. Und das ist ja in Griechenland schon der Fall gewesen, wo Milliarden Banken verscheuert wurden für ein paar hundert Millionen. Ja, oder ganze in Portugal, Inseln verkauft werden. Ganze oder, Inseln, ja. Die Hafenrechte sind weg, große Ländereien Flughäfen wechseln sogar, den Besitzern, Flughäfen. Ja. Die ganzen nationalen Werte werden doch verscheuert. Ja. Wenn ich ein griechischer Politiker wäre, dann hätte ich längst eine Planungskommission und dann würde ich sagen, okay, wenn wir in die Macht kommen, werden wir diese ganzen, das sind ungerechte, aufgedrückte Verträge, die sind null und nichtig, die werden wir zurückdrehen. Ja, man das kann ist ja nicht das ganze Tafelsilber Eigentum. Sozusagen, also das ist, eine ist Art, ja mehr, das ist ja nicht nur das Tafelsilber, sondern das normale Besteck zum Überleben, haben die auch schon verkauft und richtig. Das kann es ja nicht sein. Das kann es doch nicht gewesen sein, dass man Völker in dieser Weise ausnimmt und natürlich hat die Washington geführte EU Griechenland jetzt sozusagen in diese Ausraub Position hineingedrückt. So, und das wollen wir nicht mehr, das muss ganz klar sein. Und wenn das also so ist, dass das Finanzkartell mit dem Crash droht und dann verdienen will, dann droht es immer auch im Hintergrund, falls nicht mehr gezahlt wird, mit Kriegen. Ja. Und deswegen haben wir im Moment eine Situation, wo wir 4 Kriege weltweit schon laufen haben in unserer Umgebung. Ich ziele mal auf, weil es gern in Vergessenheit gerät. Das ist also in Syrien, im Irak, in Jemen, und der allernächste natürlich Ukraine. Ja. So, das sind 4. Jetzt kommen aber 5 weitere mögliche Konflikte. Und das ist im letzten Monat, sind wir davon in den letzten 2 Monaten von 3 auf 5 marschiert. Und das ist ein möglicher Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, sehr angeheizt. Dann dadurch, dass in den letzten Tagen Hisbollah zur Terrororganisation erklärt wurde, sowas Bescheuertes, dann müsste man, wenn das gerecht wäre, eigentlich auch Israel zur Terrororganisation erklären. Das ist ein ganz weißes Pflaster. Ich sage jetzt natürlich wieder was einen Aufschrei geben wird, dann werden sie wieder Antisemit brüllen, sind aber zu doof, um zu wissen, was das bedeutet, das Wort. Ja. Im Gegenteil, ich habe gesagt, es nützt eben gar nichts. Es hat keinen Sinn, Hisbollah auszugrenzen und es hat keinen Sinn, Israel auszugrenzen. Aber natürlich steht Israel als treibende Kraft mit Washington, steht Tel Aviv mit Washington hinter dieser Erklärung. Und das ist nichts anderes als eine Kriegserklärung. Brandgefährlich. An entscheidende Teile der Bevölkerung im Libanon. Ja. Das kann den Libanon genauso zu Staub zermahlen, wie das mit Libyen und Syrien passiert ist. Mhm. Das ist der Startschuss. Das war jetzt also Konflikt Nummer 2. Dann haben wir so China, Japan, diese Konfrontation. Dann haben wir Nordkorea, Südkorea, künstlich angeheizt. Jetzt haben gerade vor ein paar Wochen USA und Südkorea mit über 300.000 Soldaten da Manöver abgehalten. So, und dann geht man doch als unschuldiger Zeitgenosse hin und sagt, interessant, was haben die denn da geübt? Ja, was haben die denn geübt? Die haben das Erstürmen von Stränden geübt. Ich glaube nicht, dass die geübt haben, dass die Südkoreaner in Südkorea baden gehen wollen. Nicht? Also es geht schon auch darum, dass man massiv Nordkorea bedroht. Und natürlich sieht sich China sofort bedroht. China hat tausende von Kilometern Küstenstreifen. Wenn also die USA mit Südkorea Küsten erobern üben, muss sich praktisch China bedroht fühlen. Ja. Diese Art Dinge sind ganz einfach. Und das geht natürlich so nicht weiter. Wir können die nicht hier langsam sozusagen einen Kriegsschauplatz nach dem anderen anschrauben. Man muss eben gucken, was steckt da wirklich hinter uns. Geht eben um die Banken. Und das müssen eben
die Leute auch begreifen, die im Grunde bisher gut mit Geld zu tun hatten und gesagt hatten, ja, uns geht's gut und wenn wir mitmachen, läuft alles weiter, so, aber es läuft eben nicht. Was passiert da? Die haben natürlich ihre sogenannten Risk Manager, nicht? Leute, die also beurteilen können, welche Risiken stehen im Unternehmen oder auch dem ich sage Oligarch, aber das ist, es geht einfach um Begriff, sogenannte Vermögensmilliardäre. Ja. Okay. Ja? Um die geht es. Wie kann man da Sicherungspositionen einrichten? Wie kann man das absichern? Wie kann man das im Griff behalten? So, solche Szenarien. Aber in Wahrheit wissen die nichts. Und sie rudern alle im Nebel herum, weil sie nicht wissen, wie groß wird am Ende die Katastrophe. Und dann kommt auch noch Meister Zufall. Wenn man dann genügend Kriegsschauplätze geschaffen hat, passiert auch noch irgendein blödes Unglück. Irgendwer versteht was Mist. Ja. Ich sag mal ganz trocken, deutsche, voll aufgerüstete, voll bewaffnete, voll aufmunitionierte Kampfjäger fliegen jeden Tag an der russischen Grenze entlang. Da kann irgendwas schiefgehen. Wir hatten den Fall in der Türkei mit diesem Hinterhalt in der Luft, wo die türkischen Jäger in der Luft einen Hinterhalt basteln für die anderthalb Sekunden, wo ein russischer Jäger über so einen Landzipfel der Türkei rüberfliegt und sofort schießt und der fällt in Syrien runter. Da kann immer was passieren. Und es ist natürlich vollkommen klar, wenn man eben so viel Geld, Macht und Einfluss hat, dann kann man an dieser Stelle nochmal innehalten. Und das ist das, was wir versuchen, auch mit den anderen Unternehmern zusammen, indem wir eben versuchen, eine genügend große Masse zu bilden. Denn man kann ja nicht von einem Milliardär verlangen, dass er nun alleine nach vorne geht. Ja. Da muss ein Umfeld, ein unternehmerisches, auch ein politisches und ein menschliches Umfeld geschaffen werden, um zu sagen, da steht eine gewisse Kraft dahinter. Und wie kriegt man die jetzt zusammen? Was ist da Ihr Plan? Geht das über die deutsche Mitte? Das wäre ja dann, dass man wieder eine Wahl irgendwie gewinnt. Da sind ja die Aussichten. Da geht es letztlich darum, dass in Public Relations Anstrengungen, also in Werbung investiert wird, um an den Kartellmedien vorbei die tatsächlichen Notwendigkeiten, vor denen wir stehen, klar zu machen. Und das ist nochmal, wir müssen das Verdienstmodell dieses globalen Finanzkartells zerstören. Wir brauchen natürlich finanzielle Dienstleister und das sollen mittelständische Dienstleister sein, die gegen Gebühr staatliches Geld verleihen, dass sie selbst sich gegen eine Gebühr auch leihen müssen, auf eigenes unternehmerisches Risiko, aber nicht mehr große Glaspaläste, nicht mehr diese sagenhaften Saläre und Boni. Mhm. Ich meine, ich rede ja nicht von der Deutschen Bank, das ist ja alles noch relativ bescheiden. So ein Goldman Sachs-Chef, der fährt im Jahr eben doch mal eine Drittelmilliarde nach Hause. Kann man damit machen? Ich habe ein Flugzeug, ich habe einen Hubschrauber, ich habe eine Insel, ich habe Häuser überall. Ja. Aber was soll das? Der wird als angestellter Oligarch im einstelligen Bereich aufgrund dieser Position bei Goldman Sachs. Und das sind ja nicht, wie soll man sagen, das ist ja nicht das Regelgehalt, das er kriegt, das ist eben mit allen Boni und so weiter zusammengenommen. So. Und das muss aufhören. Wenn wir diese Wahnsinnswirtschaft, Deutschland zahlt im Jahr 50 Milliarden Zinsen, was kann man mit 50 Milliarden für die Menschen in Deutschland, für Arbeitslose, für Familien, für all die Dinge, die wir haben, tun, damit es diesem Volk besser geht? Wie kann man eine vernünftige medizinische Versorgung, das ganze Bildungssystem hängt runter mit übergroßen Klassen, die Altenversorgung klappt nicht, das Pflegepersonal ist übel bezahlt, Polizisten, habe ich gerade gehört, 1700 Euro im Monat. Und als, Überstunden, die schieben so vor sich her, weil sie gar nicht mehr... Überstunden und was haben wir? Haben 3 Jahre Ausbildung und kassieren dann als Polizist 1700 Euro. Hallo, das müssten 2500 sein, bestimmt, für diesen Job. Der ist anstrengend, verantwortungsvoll und wir brauchen natürlich viel mehr Polizisten, als wir haben. Wir brauchen nicht mehr private Sicherheitsunternehmen und da sind wir eigentlich beim Thema Terrorismus. Nicht? Das, was uns jetzt in diesen Tagen brennt, das ist ja auch Terrormanagement, was da in Brüssel passiert. Ja. Worüber reden wir? Das Stadtviertel Molenbeek in Brüssel, das weiß ich aus eigenem Erleben, weil ich will mal sagen, stark islamisch überzeugte alte Freunde von mir alle mal in Molenbeek gewohnt haben oder sind da hingezogen. Mhm. Das haben die Geheimdienste der NATO, der Belgier, der Europäer dort organisiert, über 30 Jahre hinweg, diesen Terrorsumpf, der da jetzt entstanden ist. Das ist gemacht, das ist konstruiert, das ist gewollt. Genauso wie ich davon ausgehe, und das habe ich sowohl dem iranischen Staatsfernsehen als auch den russischen Staatsmedien erklärt,
und auch privaten Medien, die sind die ja regelmäßig zu mir kommen und mich interviewen. Ich rufe die ja gar nicht an, dass die kommen immer wieder und habe denen gesagt, nach meiner Schätzung haben wir jetzt zwischen 10 und auch schon über 20.000 ausgebildete Terror- und Straßenkämpfer in Deutschland. Und Waffen auch, ne? Ich und gehört, die entsprechende Bewaffnung und Ausrüstung und Logistik und relativ viel Geld. Mein Gott, was kommt da alles ins Land? Und diese ganze Logistik steht. Western Union ist also auf der Balkanroute ums 10- und 20-fache aufgeblasen gegenüber dem vorherigen Status. So schaffen auch die Saudis Geld an ihre Leute. Und ich rede vom Geheimdienst, ich rede natürlich nicht von irgendwelchen staatlichen Stellen oder sowas ähnliches, die das offiziell betreiben, sondern da geht es schon auch um Terrormanagement. Und ganz grotesk jetzt dieser Vertrag mit der Türkei. Ja. Wenn wir so wahnsinnig sind, uns aus der Türkei heraus, die ja nun der größte IS-Freund in der Nachbarschaft Syrien ist, tatsächlich solche persönlichen Zuweisungen von zigtausend Menschen akzeptieren. Wie hoch ist denn nun nach BND-Erkenntnis? Das kriegen wir ja leider nicht mitgeteilt. Ja, beim Kanzleramt wird das natürlich jeden Dienstag besprochen in der großen Lage mit allen Ministerien an Bord. Alle Minister wissen das. Wir haben die Kompletthaftung unseres Bundeskabinetts. Wie viel Prozent davon sind Terroristen, die wir da bekommen? Denn dass das gemacht ist, ist doch klar. Und was hier in Brüssel passiert, ist zur Warnung aller Europäer. Was aus Brüssel passiert, was in Brüssel passiert, ist nur das hauchdünne kleine Vorspiel. So wird es irgendwann in Hamburg, in Köln, in München, in Berlin aussehen. Ganz eindeutig. Und je größer die Population an Migranten aus dem arabischen Raum, desto größer natürlich die Rückendeckung für dort operierende Terroreinheiten mit staatlicher Duldung. Ich spreche eindeutig von einer Politik des Terrormanagements. Mhm. Wir reden hier zusammen mit dem Influx von solchen Zuwanderern von Staatszersetzungsmanagement. Hier wird eine Migrationswaffe auf Deutschland gerichtet. Und das heißt nicht, dass wir gegenüber Flüchtlingsschicksalen abstumpfen sollen. Natürlich nicht. Aber nicht Menschen, in der Weise, dass wir eben alle zu uns holen, sondern dass wir sagen, wer hat denn ihre Heimatländer unbewohnbar gemacht und sie da weggejagt? Und da ist eben leider Gottes Merkel geführte Deutschland in der NATO mit federführend an diesem. Und die Sanktionen gegen Syrien ja auch mit beschlossen. Also und dann diese doppelte Moral ist schlimm. Ja, also wir haben eine Menge Probleme jetzt angesprochen, wie ist der Plan jetzt, wie erreicht man die Unternehmer, die jetzt dann eigentlich mal umdenken müssten und das erkennen müssen? Also ist sowas wie wir hier machen, so alternative Medien, oder gibt es noch eine andere Wege? Das wäre nicht nur nicht ausreichend, das würde auch als, wie soll man sagen, nicht seriös empfunden, sondern es ist immer ein Mix. Ich lebe ja mit meiner ganzen Arbeit von einer gewissen Offenheit, weil ich glaube auch, dass es wichtig ist, auch die politische Diskussion in der systemkritischen Szene, die diese ganzen Zusammenhänge begriffen hat, die ist ja nicht so klein, das sind ja in Deutschland ein paar hunderttausend Menschen, dass wir da klar machen, es gibt einen Plan und er läuft. Und was hier tatsächlich konkret passiert ist, da werden persönliche Briefe geschrieben an einzelne Köpfe davon, zu denen aus irgendeinem Grund persönliche oder andere Beziehungen bestehen. Dann kann man das auch nochmal international, über die internationalen Verbindungen spielen. Es ist ja ganz klar, dass sich ja auch politisch in Deutschland eine neue eine Finanzpolitik und eine ganz neue ethische Politik nicht alleine, wie so eine Art Insel der Seligen Europa, am Ende heißt es wieder im deutschen Wesen und Welt gelesen, das ist alles Quatsch. Wir müssen rechtzeitig international starten und da haben wir eben begonnen. Es gibt also jetzt eine Mitte-Parteigründertruppe, die da die ersten Überlegungen macht. Da haben wir Mitte März zusammengesessen in Salzburg. Mhm. Es gibt in Griechenland Anstrengungen, dass unser Programm ins Griechische, also Kurzprogramm zunächst mal ins Griechische übersetzt wird. Wir haben es bereits ins Englische übertragen lassen, damit das weltweit lesbar wird. Und wir wollen eben, wir haben eine Partnertruppe in Frankreich jetzt, wo wir schauen, was wir gemeinsam bewerkstelligen können. Das heißt, wir wollen jetzt schon in der Frühphase europaweit uns mit gleichgesinnten oder ähnlich gesinnten Kräften verbünden, damit eben Deutschland nicht
ich will mal in Anführungszeichen sagen, wieder allein steht, wenn es das globale Finanzkartell aufs Korn nimmt. Ja. Sondern dass wir eingebettet sind in die bewährten europäischen Freundschaften und auch in den weltweiten Partnerschaften, in die wir Gott sei Dank in den letzten Jahren moderat gepflegt haben, bis eben, wie gesagt, das Merkel-Regime an der Macht wirklich furchtbare Dinge eingetütet hat.